Gratis Geld, ein Lohn, ohne arbeiten müssen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn wir das hätten, Sie und ich, wären wir dann glücklicher? Oder würden wir einfach ein bisschen weniger arbeiten und ein bisschen mehr faulenzen? Heute in der Arena. Bundesrat Alain Berset. Er sagt, diese Initiative würde unsere Wirtschaft und unseren Sozialstaat umflügen. Ein Abenteuer mit unabsehbaren Folgen. Initiant Daniel Straub hält dagegen. Wir leben heute im Überfluss. Ein bedingungsloses Grundeinkommen könnten wir uns problemlos leisten. Petra Gössi, Präsidentin der FDP, warnt. Einige wenige würden für alle anderen arbeiten. Das bedingungslose Grundeinkommen ist das Ende der Eigenverantwortung. Und Irina Stuthalter, Initiantin, sagt, das bedingungslose Grundeinkommen würde uns befreien. Von Existenzängsten und den Zwängen des Arbeitsmarktes. Außerdem in der Arena Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbandes und Gegner der Initiative. Und Theo Wehner, emeritierter Professor für Arbeitspsychologie. Er unterstützt die Vorlage. Die Arena, moderiert von Jonas Breuer. Herzlichen Dank, dass Sie da sind, sehr verehrte Gäste. Willkommen Sie hier, willkommen Sie im Studio und willkommen, Herr Bundesrat Alain Berset. Willkommen in der Arena. Herr Berset, als Bundesrat, fühlen Sie sich manchmal mit all den Terminen, die Sie haben, morgen früh bis abends spät, nicht ein bisschen wie dieses Tier? Ab und zu schon, ja. Ab und zu schon, aber nicht nur wegen Beruf, auch einfach, weil es gibt viel zu tun. Ich habe auch die Lust, viel zu machen. Ich versuche auch, ein privates Leben zu haben, eine Familie zu haben, auch gleichzeitig ein anspruchsvolles Job. Und ich will das, weil es macht auch Spaß. Vielen Leuten, Herr Bundesrat, geht es so wie Ihnen. Sie fühlen sich besonders bei der Arbeit wie der Hamster im Hamsterrad ohne Hoffnung auf einen Ausweg. Nein, ich glaube nicht, dass es ist ohne Hoffnung, oder? Es ist auch, ich habe auch vorher gesagt, das kann auch Spaß machen. Es ist auch möglich für die Leute, die niemand braucht auch 80 Stunden pro Woche zu arbeiten. Und zum Glück, es ist nicht so. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten in der Gesellschaft, Arbeitsplätze in der Gesellschaft. Man kann sich auch organisieren, wie man es will. Und wir haben das auch geschafft in den letzten Jahrhunderten, ein sehr gutes System zu organisieren, der akzeptiert ist und sehr gut funktioniert. Aber wer nicht glücklich ist in diesem System, wer sich fühlt wie der Hamster im Hamsterrad, für den gibt es jetzt einen Ausweg. Für den gibt es den Ausweg des bedingungslosen Grundeinkommens. Nur Sie sind dagegen. Ich bin nicht allein, ich glaube, dagegen. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es eine so motivierende und so gute Idee ist, einfach an die Leute zu sagen, es braucht nichts zu tun, sie werden einfach Geld bekommen. Das Signal ist ein völlig neues Signal, wäre ein völlig neues Signal in unserer Gesellschaft. Und es würde sehr, sehr viel bewegen, aber ich glaube, in eine falsche Richtung in unserer Gesellschaft. Es würde es falsch bewegen, sagen Sie. Tatsache scheint mir, wir haben ein Problem. In einer Stressstudie vom Bund, die kommt vom Bund, kam Folgendes heraus. Mehr als ein Drittel, 34,4% der Leute fühlen sich häufig oder sehr häufig gestresst. Es gibt ein Problem, Herr Berset. Das muss man wirklich angehen. Das muss man wirklich angehen. Das geht man an, das analysiert man nicht nur, aber man kann auch da etwas damit oder dagegen tun. Aber jetzt zu behaupten, dass die Lösung wäre, zu sagen, jetzt Geld für alle, ohne arbeiten zu müssen, ohne Bedingung, das ist einfach nicht die Antwort. Weil es schafft auch sehr viele neue Fragen. Die Kosten und zum Beispiel. Man weiß, wo wir sind heute, man weiß aber überhaupt nicht, wo wir wären nachher. Die Kostenfrage, Finanzierungsfrage ist eine wichtige. Ich muss sagen, diese Initiative, das ist auch eine Chance unserer Demokratie, hat eine sehr gute Debatte ausgelöst. Aber jetzt ist es eine ernsthafte Frage. Es geht um unsere Verfassung. Es ist ein Entscheid. Es ist nicht nur eine Umfrage, es ist ein Entscheid. Und ich glaube, es ist jetzt der Moment zu sagen, okay, die Debatte war interessant, vielen Dank, aber jetzt man muss und darum soll man Nein sagen. Aber der Bundesrat findet ja auch, die Kosten seien ein Problem. Was ist denn mit den Kosten des Hamsterrads? Was ist mit den Kosten von Burnouts, die so viele Menschen in der Schweiz haben? Verursacht das denn keine Kosten? Ich glaube nicht, dass wenn man ein Problem anerkennt in einer Gesellschaft, man muss dieses Problem einfach alles auf den Kopf. Aber Sie sagen, man hat ein Problem.
Wir haben ein Problem. Nein, ich sage nicht, wir haben ein Problem. Ich sage, wir haben viele Probleme, viele Punkte, die einfach Reformen bedingen in unserer Gesellschaft. Es war immer so in der Vergangenheit, es ist auch so heute. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird auch so sein in der Zukunft, weil die Gesellschaft, die sich entwickelt, die Gesellschaft entscheidet, wie wollen wir zusammen leben, was es bedeutet. Und wir haben das schon gemacht. Ich muss es sagen, wir haben es gemacht. Unsere Vorgänger haben wirklich ein so sehr gutes System, ein soziales System aufgebaut. Entwickelt. Er hat die Chance, sehr breit akzeptiert zu werden. Es ist entscheidend. Und er ist auch sehr gut und klar finanziert. Und das ist auch die zweite entscheidende Frage. Wenn man eine Idee hat, wenn man etwas machen will, auf der politischen Ebene, man muss auch schon sagen, wie an man die das Risiken denken, an die Kosten denken. Aber verzeihen Sie, Herr Bundesrat, diese Initiative würde ja nicht nur jenen helfen, die zum Hamsterrad heraus wollen, sondern auch all diesen Menschen, die unbezahlte Arbeit erledigen. Ein Kollege bei uns auf der Redaktion, der schaut zu seiner betagten Mutter jeden Tag das ganze Jahr, erhält nie einen Frankenlohn dafür. So viele Menschen, Männer und Frauen, schauen zu älteren Menschen. Wieso verdienen die nicht einen gerechten Lohn? Für ältere Menschen oder um Kinder, oder die leisten freiwillige Arbeit für die sportlichen Aktivitäten von Jugendlichen. Ich glaube, die Motivation dabei ist nicht das Geld, oder? Das muss man auch sehen. Und es ist auch sehr gut, dass es gibt eine Motivation, die nicht auf das Geld gesetzt ist. Jetzt, Sie haben auch ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Pflegende Angehörige. Es ist ein Thema. Es ist ein Thema. Und das Thema haben wir auch aufgenommen. Es braucht da auch Antworten. Es braucht auch da Antworten, aber in ein bewährtes Sozialsystem und nicht mit einer Totalveränderung des heutigen Systems, das funktioniert. Sie sagen, es braucht Antworten. Sie sagen, dass Sie sind dankbar dafür. Aber bei allem Respekt, ein Dank des Bundesrats oder die Anerkennung einer Öffentlichkeit, damit habe ich kein Brot gekauft, damit habe ich keine Rechnung bezahlt, wenn ich selber in einer solchen Situation stecke. Die Antworten, die sind da schon da. Es ist nicht, man kann auch nicht behaupten, wir hätten nie nichts gemacht bis jetzt. Wir haben heute faktisch auch die Sicherheit, ein Einkommen zu haben. Es gibt für jemanden, der zum Beispiel seinen Job verliert, die Arbeitslosenversicherung. Es gibt für jemanden, der einen Unfall hat, nicht mehr arbeiten kann, eine Unfallversicherung. Es gibt für jemanden, der zu alt ist, um zu arbeiten, auch Rentensystem und Pensionierungssystem und so weiter. Es funktioniert sehr gut, ist sehr gezielt organisiert und damit auch sehr effizient. Damit erhält aber niemand Geld, der einen Angehörigen pflegt. Herzlichen Dank, Herr Bundesrat Berse. Wir diskutieren es in der Runde. Daniel Straub, Sie haben es gehört. Wichtige freiwillige Arbeit, nur bezahlen soll man sie nicht. Ja, das bringt uns zur Frage, wie kommen wir jedes Jahr zu diesem großen Haufen von Gütern und Dienstleistungen, zu diesem Bruttoinlandprodukt? Wie kommen wir dazu? Und die Illusion ist, dass je nachdem, welches Einkommen die Leute haben, die haben dann so viel zu diesem Haufen beigetragen. Und das ist eine Illusion. Es gibt viele Menschen, die dazu beitragen. In der Schweiz werden mehr Stunden unbezahlt gearbeitet als bezahlt gearbeitet. Diesen Haufen können wir nur herstellen, weil wir Ressourcen haben, weil unsere Vorfahren Erfindungen gemacht haben. Und wenn man sich mal ein bisschen löst von dieser Illusion, dieser Verbindung, dass dieser Haufen genauso zustande käme, dann kann man, das öffnet den Blick. Also Sie wollen sagen, konkret gearbeitet wird heute auch ohne Lohn. Sehr wertvolle, ja. Sehr viel Arbeit. Und das ist sehr wichtig, auch für das Bruttoinlandprodukt, nicht nur für die, die gepflegt werden. Die Zahlen sind tatsächlich enorm. 665 Millionen Stunden Freiwilligen- oder Pflegearbeit werden geleistet in der Schweiz, unbezahlt, jedes Jahr. Frau Gössi, 665 Millionen Stunden. Wäre es nicht richtig, das endlich zu bezahlen? Nein, es ist nicht richtig, weil all die Arbeit, unser System fußt darauf, dass wir genau diese freiwillige Arbeit haben. Das kann sehr viel Erfüllung geben. Und jetzt genau mit dieser Initiative, wenn ich jedem sage, er bekommt dann dafür Geld, dann mache ich automatisch das daraus. Wenn du jetzt freiwillig arbeiten gehst, dann ist sie eigentlich gar nicht werthaltig, sondern die Arbeit bekommt erst dann den Wert, wenn etwas dafür bezahlt wird. Und dieser Ansatz, der macht unser ganzes System zunichte. Und vor allem, es ist nicht finanzierbar. Und die Wertschöpfung, die verschwindet, die wird immer kleiner und kleiner. Aber und am Schluss ist einfach nichts mehr da. Sie reden doch genau vom heutigen Zustand. Also Sie sprechen davon, dass wir einen perversen Fokus haben auf die Erwerbsarbeit. Weil was wir unter Arbeit verstehen, ist heute rein Lohnarbeit. Und dabei haben wir das Problem, dass wir all diese Arbeit, die heute außerhalb des Lohnsystems passiert, also sprich Freiwilligenarbeit, Care-Arbeit, Erziehungsarbeit etc., da haben wir einfach einen blinden Fleck.
ein blinder Fleck auf dieser Seite. Wen meinen Sie konkret, Frau Stutthalter? Frau Gössi, den Bundesrat, wer hat den blinden Fleck? Also meine Frau Gössi. Das habe ich gerne etwas dazu. Oder? Weil was damit auch unterstellt wird, ist automatisch, dass man geht nur arbeiten, damit man sein Geld verdient. Aber dass hinter Arbeit noch sehr viel Werthaltigkeit ist. Also ich bekomme eine Tagesstruktur, ich bekomme Anerkennung, ich kann mich ausdrücken, ich mache meine Arbeit auch gerne. Das wird damit alles negiert. Nein, also, eben nicht. Es wird aufgewertet. Dieser Haufen, wir werden immer besser, diesen Haufen herzustellen. Jedes Jahr 2%. Also diese Arbeitsleistung, diese gesamte Leistung. Also das Bruttoinlandprodukt können wir jedes Jahr mit weniger Arbeitsstunden herstellen. Und die ETA hat berechnet, wenn einfach die Produktivität weiterfährt wie bisher, werden wir in 27 Jahren für das heutige BIP noch halb so viele Arbeitsstunden brauchen. Wir werden effizienter. Genau. Wir werden effizienter. Und ja, deshalb wollen Sie diese Initiative. Wir versuchen kurz zusammenzufassen, was ist denn überhaupt drin in dieser Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ein Grundeinkommen vom Bund für jeden und jede in der Schweiz. Zum Beispiel 2.500 Franken für Erwachsene, 625 Franken für Kinder. Verdient jemand aktuell 6.000 Franken im Monat, erhält diese Person zwar ebenfalls 2.500 Franken, aber nicht zusätzlich, sondern das Grundeinkommen ersetzt einen Teil des Lohnes. Unter dem Strich ändert sich für diese Person also nichts. Ist eine Person nicht erwerbstätig, bekommt sie trotzdem 2.500 Franken. Das ist eine neue Garantie vom Staat, denn er gewährt das Grundeinkommen bedingungslos. Heute müssen wir arbeiten. Hier schafft das Grundeinkommen neue Freiheit. Niemand ist mehr zum Arbeiten gezwungen. Herr Stutthalter, es ist tatsächlich eine besondere Initiative. Sie würden sagen, besonders visionär. Die Gegner würden sagen, besonders durchgeknallt. Ja. Ich stehe ein für das Visionär, weil wir nämlich heute an einem Scheidepunkt sind, wenn wir die Zukunft anschauen in Wirtschafts- und Arbeitsfragen. Die Arbeitswelt wird sich extrem verändern und diese Initiative macht nichts anderes, als wir schauen jetzt voraus und wir sorgen vor mit einem Grundeinkommen, dass wir gerüstet sind für die Herausforderungen der Zukunft. Ich glaube, das ist das Problem. Es widerspricht einfach die Fakten. Das ist nicht das erste Mal, dass wir jetzt eine Entwicklung in der Gesellschaft erleben, die sehr viel bewegt. Auch mit der Nummerierung, diese sehr starke Entwicklung, die wir jetzt erleben. Wir haben Digitalisierung. Wir haben auch mal eine industrielle Revolution, eine Entwicklung erlebt. Man hätte dasselbe damals behaupten können. Und wenn es stimmt, es würde stimmen, was Sie sagen, wir hätten heute eine Arbeitslosenquote von 90%. Und es ist genau das Gegenteil. Wir haben auch eine Arbeitslosenquote in der Schweiz, die sehr tief ist. Genau weil diese neue Entwicklungen haben sehr viele Jobs, neue Jobs geschaffen. Man kann nur denken, zum Beispiel an alle die Jobs, die in der Informatik sind. Es gab keinen Job in der Informatik vor 50 Jahren. Das ist nur ein Beispiel. Und solche Beispiele und die Digitalisierung, die wird auch sehr viele neue Jobs schaffen. Wir müssen nur in der Gesellschaft in der Lage sein, diese Entwicklung zu begleiten. Das heißt, mit der Ausbildung, Weiterbildung, damit die Leute sind auch in der Lage, das zu tun. Ja, besser, die Frage ist ja viel, viel grundsätzlicher. Die Frage, welche sich die Leute zu Hause wahrscheinlich stellen, ist, würde man noch arbeiten gehen? Würde man arbeiten gehen, wenn man sowieso den Lohn erhält? Was denken Sie, Herr Bundesrat? Ja oder nein? Das ist eine extrem theoretische Frage, ich muss sagen. Das ist eine ganz praktische Frage. Nein, die geht doch genau direkt ins Herz. Extrem. Also man würde nicht mehr arbeiten gehen. Und zwar ganz aus dem einfachen Grund. Oder es bekommt ja jede Person 2.500 Franken. Und das klassische Beispiel, eine Familie mit einem oder zwei Kind bekommt dann schon über 6.000 Franken. Mal einfach so grundloses Einkommen. Wieso soll ich dann, meistens ist vielleicht noch ein Einpersonenhaus, also ein Einpersonenverdienerhaushalt, verdient vielleicht nur 5.000 Franken. Das heißt, es ist doch super, ich habe 100% freie Zeit, kann diese Zeit mit meinen Kindern verbringen und gehe ganz sicher nicht mehr arbeiten. Also das ist eine gute Nachricht, dass die Eltern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen werden. Das sind Investitionen, die wir dringend brauchen in der Zukunft. Herr Preuer, Sie haben das so gesagt wie, jetzt kriegt man den ganzen Lohn bedingungslos. Habe ich das so gesagt? Also man kriegt den Lohn bedingungslos. Und das ist ja nicht so, sondern es ist nur der Existenzsockel. Also Frau Gössi, Sie leben schon lange nicht mehr von 2.500 Franken. In Ihrem Fall ist der finanzielle Anreiz auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wunderbar intakt. Es gibt unzählige Familien, die kommen mit 5.000 Franken oder weniger aus. Und plötzlich hätten sie dann über 6.000 Franken. Also das dann haben sie null und keinen Anreiz mehr.
Aber ich möchte etwas fragen. Wir haben eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Dort sagen 2%, sagen, sie würden bestimmt aufhören zu arbeiten. Es sind fast 30%, die sagen würden, die anderen würden aufhören zu arbeiten. Und wenn ich jetzt von Ihnen höre, Frau Gössi, die anderen würden aufhören zu arbeiten, würden Sie aufhören zu arbeiten? Frau Stutthalter, Sie haben eine Umfrage gemacht, die Sie sagen, repräsentativ ist. Wir können hier eine im Studio machen, die gänzlich unrepräsentativ ist. Strecken Sie auf, zeigen Sie Ihre Hand, wenn Sie weiterhin arbeiten würden, trotz Grundeinkommen. Eine große Mehrheit. Wer würde eher nicht arbeiten gehen? Gibt es jemanden, der hinsteht und das sagt, Sie? Sie würden nicht arbeiten gehen? Die große Mehrheit, Frau Gössi, ist eindeutig. Eine überwältigende Mehrheit findet hier im Studio, ja, natürlich würde ich weiterhin arbeiten. Ja, das mag ja mal sein zu Beginn. Aber was ich eben auch überzeugt bin, ist, ich gehe dann arbeiten für andere. Ich muss dann monatlich 2.500 Franken des Geldes, das ich verdiene, einfach mal abliefern. Und irgendwann stelle ich mir dann schon die Frage, wann ist die Grenze erreicht? Wann habe ich schlicht und einfach keine Lust mehr, für andere zu arbeiten zu gehen? Ich bekomme es ja dann zwar auch wieder, aber es wird dann irgendwie hin und her geschoben. Ich gehe vor allem für andere arbeiten. Und das mache ich mit Sicherheit nicht. Das ist eben diese Illusion, dass dieses Einkommen, das Sie heute erhalten, das wäre Ihr Beitrag an die Wertschöpfung, dass wir diesen Haufen haben. Das ist eine Illusion, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Das ist etwas Soziales, das wir gemeinsam schaffen. Aber also noch eine letzte Frage. Stehen wir alle hinter dem Prinzip AV? Schon, oder? Das ist genau dasselbe Prinzip, das ist ein Generationenprojekt. Da hilft man einander aus, das ist sozial, das ist solidarisch. Aber genau irgendjemand so ist das arbeitet also, es ist aber so, es ist ja genau nicht dasselbe Prinzip, weil die AV ist 8,4% des Lohnes nach oben ungedeckelt. Übrigens auch, es gibt nicht viele Länder, wo es nach oben ungedeckelt ist. Das heißt, diejenigen, die Hunderttausende von Franken Einkommen haben, zahlen ebenso fast 10%. Das ist bei diesem grundlosen Einkommen genau umgekehrt. Das funktioniert genau nicht so. Die Initiative ist so generell geschrieben. Sie würde eine so große Revolution in unserem System bedeuten, dass diese Diskussion kann fast nur eine Überzeugungsdiskussion sein. Und das bringt uns nicht mehr weiter. Mich interessieren als Bundesrat die Fakten. Sie behaupten, dass mit der Entwicklung der Gesellschaft man wird einfach nicht mehr so viele Arbeitsplätze haben in der Zukunft. Ich sage einfach, die Tatbeweis der letzten zwei Jahrhunderte zeigt dass genau das Gegenteil. Jede Entwicklung hat neue Jobs geschaffen. Sie sagen, es ist eine sehr generelle Diskussion. Die Leute würden weiterarbeiten oder nicht weiterarbeiten. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Mit dieser Entwicklung, Sie würden auch behaupten, und Sie haben das ja auch vorher gesagt, dass ja, es würde auch ein Schub, eine Unterstützung sein für die Kreativität, für mehr Innovation und mehr kreative Arbeit in unserem Land. Weil man die Zeit hat, aber man die Muße hat. Wir sind aber bei der Innovation und Kreativität mit unserem heutigen System. Das widerspricht auch einfach sehr konkret die Fakten. Es gibt zwei Möglichkeiten zu diskutieren. Einfach sehr Überzeugungsmeinungen und man kann einer Meinung sein, anderer Meinung sein. Das bringt uns nicht sehr viel weiter. Und nachher die Fakten, die Realität. Und wie kann man auch diese Idee, diese schöne, ideelle, utopische Idee umsetzen? Die Umsetzung wäre eine Katastrophe. Ja, das muss man auch sagen. Ich meine, das ist auch der nächste Teil der Diskussion. Aber ich wäre froh, wenn wir wirklich über die Umsetzung mal sprechen werden. Weil man kann auch zeigen, dass es wäre eine unglaubliche Unsicherheit, Bundesrat, für die Leute, die in unserem Land leben. Sie haben recht, es ist eine sehr grundsätzliche Volksinitiative. Es geht darum, wie wollen wir den Kompass für die Zukunft stellen. Aber es ist nicht einfach nur Worte. Die Generation meiner Großeltern hat gesagt, uns ist wichtig mehr Geld, mehr Autos, mehr Konsum. Das war die Priorität. Und jetzt haben wir in der Schweiz zu einem unglaublichen Wohlstand gebracht, der leider noch nicht bei allen Menschen angekommen ist. Und jetzt stellt sich die Frage von Irina Studthalter und auch meine Generation, was sind unsere Prioritäten für die Zukunft? Ja. Und es ist nicht mehr mehr Geld, mehr Auto, ein flacherer Fernseher, sondern unsere Priorität ist, wir wollen mehr selbstbestimmt leben, wir wollen mehr Sinn in unserem Leben und mehr Leidenschaft. Das sind sehr konkrete Werte. Das ist nicht vage. Frau Gössi, Sie scheinen nicht überzeugt vom Satz, das sind sehr konkrete Werte. Also es sind sehr konkrete Werte. Aber was ich staune, ist, dass Sie das in der Schweiz nicht können. Weil wir sind eines der reichsten Länder und genau bei uns können Sie das alles. Also, oder, bei mir kommt es genau so an. Sie sagen mir eigentlich, die Arbeit, die ich verrichte, um Geld zu verdienen, die ist wertlos. Nein, das sage ich überhaupt nicht.
Abhängigkeit. Nein, das sage ich überhaupt nicht. Faktisch, was Sie mir sagen, ist, ich finde den Wert in meiner Arbeit erst dann, wenn ich selbstbestimmt meinen Tag, den Tagesablauf selber bestimmen kann, das machen kann, was ich will. Aber dass ich Freude an meiner Arbeit habe, das habe ich von Ihnen noch nicht mit einem Satz gehört. Und Sie bringen genau eine andere Nachricht. Nein, natürlich haben Sie Freude in Ihrer Arbeit. Sie sind auch im Privileg, dass Sie einen hohen Grad an Selbstbestimmtheit haben. Das ist so, wahrscheinlich allen hier am Podium ist das so. Aber es geht jetzt darum, dieses Privileg zu verbreiten. Es gibt ja auch andere Jobs. Es können ja nicht alle Politiker sein wie Sie. Es gibt auch Leute, die für weniger Geld einen härteren Job machen als wahrscheinlich fast alle. Wir hier im Studio beispielsweise ein Fleischfachassistent. Wir haben es rausgesucht, der verdient netto rund 3.300 Franken dafür, dass er den ganzen Tag Tiere zerschneidet. Herr Berse, dieser Mann, müsste der nicht besser bezahlt sein? Würde das nicht garantiert mit dieser Initiative? Ja, wir werden auch nachher noch diskutieren über diese 2.500 Franken, weil es gibt auch sehr, sehr viele andere Modelle, die viel realistischer sind, wo man spricht nicht von 2.500 pro Person, von 800 pro Monat. Und da schafft sofort ein neues Problem. Ist nachher eine neue Armut, auch mit Leuten, die einfach das bekommen. Aber wir stehen nicht dafür, das wissen Sie. Ja, ich weiß es. Aber ich meine, es wäre vielleicht noch erklärbar, wie man das finanzieren würde mit einigen Hunderte von Franken. Mit 2.500 Franken ist nicht mehr möglich. Aber dieser Job, wenn ich 3.300 Franken verdiene? Ich finde, dass in unserer Schweiz heute, man muss auch immer wieder über diese Löhne diskutieren. Es gab diese Diskussion. Es gab auch Diskussionen in der Vergangenheit. Es gibt eine Sozialpartnerschaft, die diese Diskussion führen muss. Einfach die Interessen der Arbeitnehmer, die Möglichkeiten der Arbeitgeber. Und wir waren immer in der Lage, das ist auch eine sehr große Errungenschaft in unserer Schweiz, in den letzten Jahrhunderten diese Sozialpartnerschaft zu entwickeln. Es gab Höhe, es gab weniger Höhe und sogar Tiefe. Aber es muss leben, es muss weiter sich entwickeln. Und gerade in diesem Rahmen muss man diese Diskussion angehen. Das muss man diskutieren. Wir haben in der Sendung einen Arbeitspsychologen, Theo Wehnert. Es nimmt mich Wunder, Herr Wehnert. Würden die Menschen weiterhin arbeiten, wenn sie 2.500 Franken erhalten, auch wenn sie einen solchen Job machen, für nur ganz wenig Geld mehr? Das ist eine Spekulation und die kann man entweder über Überzeugung, wie Herr Berse vermutet. Das ist eine Spekulation, die wir hier anstellen, weil diese Initiative lanciert wurde. Genau, und entweder wir sind davon überzeugt und wir können uns voneinander davon überzeugen, so wie der größte Teil des Publikums, oder es ist eine Frage des Menschenbildes. Und da würde ich sagen, wir sind tätige Wesen. Jeder von Ihnen würde sofort unterschreiben, wir sind soziale Wesen. In erster Linie sind wir tätige Wesen. Das heißt, aufs Tun können kommt es an, dass der Geist sich überhaupt entwickelt. Und von daher habe ich nicht die Vorstellung, dass Menschen dann nicht mehr arbeiten würden. Auch ein Mensch, sie würden sich beschäftigen, sie würden tätig sein. Auch ein Mensch, der für einen tiefen Lohn eine harte Arbeit macht, würde trotzdem weiterhin arbeiten. Auch der hat Fantasien, wie er in seinem Arbeitsumfeld unter Umständen Gestaltungsideen einbringen kann, die heute von den Arbeitgebern und auch von den Sozialpartnern nicht eingebracht werden. Ich glaube, die Fantasie, die Arbeitsplätze zu verbessern, ist wesentlich größer, das Potenzial ist wesentlich größer, als es heute genutzt wird. Und nur noch mal, der Mensch ist ein tätiges Wesen. Sie kennen alle die Legende von Kaspar Hauser. Er war tätig, bevor er gefunden wurde und in Nürnberg versucht wurde zu sozialisieren. Daran ist er gescheitert. Schon bevor die Sozialisation einsetzte bei Kaspar Hauser, war er bereits ein tätiges Wesen. Ein tätiges Wesen. Das ist ihr Menschenbild. Ich glaube, der oberste Arbeitgeber der Schweiz, Valentin Vogt hier im Studio, hat ein anderes Menschenbild. Ja, ich denke, das Problem wird ja sein, dass wir eine höhere Sockelarbeitslosigkeit haben werden. Es wird Leute geben, die werden nicht mit dem umgehen können. Und das wird zu einer höheren Sockelarbeitslosigkeit führen. Also mehr Leute, die langfristig immer arbeitslos bleiben. Einfach, wenn sie sich aus dem Arbeitsmarkt verabschiedet haben, ist es sehr schwierig, dann aus dem Arbeitsmarkt auch wieder zurückzukommen, weil sie ihre Fähigkeiten verlieren. Das andere ist, oder, die Anzahl Arbeit, die Stunden ist etwas und das andere ist die Arbeitsorganisation. Ich bin selber ja Unternehmer und wir haben 700 Leute und wir erstellen ein Produkt, das in unserem Fall in 10 Monaten erstellt werden muss. Und wenn die Leute dann sagen, ja, ich komme schon noch arbeiten. Aber wenn sie gerade Lust haben, kommen sie arbeiten. Ich finde es sehr interessant, weil Sie der lebende Gegenbeweis sind. Also Sie engagieren sich sehr im Arbeitgeberverband, obwohl Sie das finanziell überhaupt nicht nötig hatten. Aber die Frage war, ob der Hilfsmetzger mit 3.300 Franken besser gestellt wäre. Nein, eigentlich war die Frage an Sie, ob er weiterhin arbeiten würde, der Hilfsmetzger. Würde der weiterhin arbeiten für gerade mal, wir haben es ausgerechnet,
800 Franken mehr, als er sowieso erhält. Ja. Wieso soll er jeden Morgen aufstehen und arbeiten gehen? Ja, aber also wenn er nicht mehr arbeiten geht, dann bedeutet das, dass wir ihn heute mit ökonomischen Mitteln unterdrücken, dass er das macht, was wir beide nicht tun wollen. Und wichtig ist der Gedanke, bei dieser Haufen wird heute der ganze Haufen mit Bedingungen verteilt. Und wir stehen dafür ein, dass wir sagen, ein Drittel dieses Haufens wird ohne Bedingungen verteilt. Aber das dann habe ich was verstanden. Sie sagen, dieser Fleischfachassistent, der wird heute zur Arbeit geknechtet, weil er eine Existenz braucht. Und genau von dem würden Sie ihn befreien. Sie wollen gar nicht, dass er weiterhin diesen Nein, Job macht. Nein, derjenige, der das nur macht, weil er geknechtet ist, der wird heute gezwungen. Das ist nicht gesagt, dass jeder gezwungen ist. Das ist bei jedem anders. Also da sind wir schon wieder bei demselben Punkt. Es geht nur darum, dass Arbeit eine Knechtschaft ist und man keine Erfüllung darin findet. Aber ich finde etwas, ein anderer Punkt, der von Herrn Vogt erwähnt wurde, finde ich schon auch sehr interessant. Ich glaube, den dürften wir schon auch noch weiter diskutieren. Oder dann nimmt man sich mal aus dem Arbeitsprozess raus. Irgendwann findet man vielleicht, man möchte wieder einsteigen. Es wird immer schwieriger. Wir haben dann nämlich auch immer weniger Arbeitsplätze zur Verfügung. Wer lange nicht im Arbeitsmarkt war, findet den Einstieg nicht mehr. Was machen Sie dann mit dieser Problematik? Und nur noch ein anderer Punkt. Oder Sie sagen immer, man soll selbstbestimmt leben. Ja. Aber mit einem solchen System, Sie begeben sich in die größte Abhängigkeit zu einem Staat und zum Beispiel zu den Politikern, die heute bestimmen können, ja, das Grundeinkommen soll 2500 Franken sein. Irgendwann ist dann nicht mehr so viel Geld in der Staatskasse, dann ist es plötzlich nur 500 Franken. Dann verliert man die Selbstständigkeit. Franken. Genau, also eine größere Abhängigkeit können Sie gar nicht schaffen. Genau, das ist das, was Sie beschreiben, ist die Arbeitswelt der Vergangenheit. Die Generation meines Vaters, die hatte im Leben einen Job und wurde dann irgendwann pensioniert. Ich hatte schon 6 Jobs in meinem Leben und es ist so, dass meine Kinder, die werden 6 Jobs gleichzeitig haben. Es ist alles so im Wandel, es wird alles so kurzfristiger. Und Herr Berse, wir wollen nicht die Veränderung anstoßen, sondern wir bieten Lösungen für die Veränderung, die im Gang ist. Wir bieten eine Stabilität, wir bieten eine Sicherheit, dass so viele Menschen in der Schweiz mit so einer Wirtschaftsleistung Existenzängste haben. Das ist völlig verrückt. Da werden unsere Enkel mal lachen über die Gegenwart und sagen, wie konnten wir so verrückt sein, ein solches System zu stützen. Was im Gang ist, Entschuldigung, Herr Berse? Ja, ehrlich gesagt, ein Grundeinkommen generell in unserem Land existiert schon mit dem heutigen System. Ja, es existiert schon. Die Differenz ist nicht bedingungslos. Und es ist auch sehr gezielt organisiert. Habe ich das auch vorher dargestellt. Es geht auch bis zur Sozialhilfe. Niemand stirbt auf die Straße in unserem Land, weil er hat nicht so etwas zum Essen. Das passiert bei uns nicht. Das ist auch eine sehr gute Sache. Das heißt, beim Grundeinkommen in der Tat sind wir nicht sehr weit mit einem System, der akzeptiert ist heute in der Schweiz und finanziert ist heute in der Schweiz. Deswegen ist es kein großes Bedürfnis, aber dieses ganze System jetzt auf den Kopf zu stellen. Die einzige Differenz, das ist wirklich eine ideelle. Ich habe Respekt dafür. Ich bin anderer Meinung. Aber ich warne jetzt nur davor. Sehr interessante Debatte. Es ist auch eine intellektuelle Position, die uns auch vielleicht dient, wenn man ein bisschen darüber denkt. Aber am Ende, wir sind jetzt nicht mehr in einer Debatte, nur um das Vergnügen zu debattieren. Wir sind jetzt in einem Entscheid, einem politischen Entscheid. Es geht um unsere Bundesverfassung. Es ist nicht eine Umfrage. Und wir haben schon in den letzten Jahren ab und zu ein bisschen leicht fertig vielleicht die Verfassung auch verändert, haben wir nachher gedacht, ups, es war vielleicht nicht so einfach umzusetzen. Diese Initiative hat die Debatte gedient, aber jetzt stopp, muss man wirklich Nein sagen. Herr Bundesrat, es ist ja nicht nur eine theoretische Überlegung von der Gegenseite, es ist eine sehr konkrete Angst, eine Überzeugung, dass genau Roboter beispielsweise immer mehr Arbeit übernehmen von uns. Das muss dann nicht aussehen wie im Science-Fiction-Film. Hier ist der Film I, Robot. Ja. Das kann auch viel, viel unspektakulärer aussehen, so wie wir es bereits kennen, so. An der Kasse, in der Migros, wo bis vor kurzem noch die Kassierin selbstverständlich war, ist jetzt ein Roboter, wo ich meine Waren scannen kann. Selbstverständlich nicht an Kassen. Frau Gössi, die Kassierin ist arbeitslos. Ja, aber ich meine, was Sie ansprechen, ist, Sie gehen davon aus, dass die industrielle Revolution 4.0 faktisch Arbeitsplätze wegrationalisiert. Also an der Kasse, bei Coop, bei Migros passiert ja das. Ja, aber es geht ja nicht nur darum, was an der Kasse bei der Migros oder bei Coop passiert, sondern selbstverständlich, das ist dann wieder das, was wir auch schon gehört haben, selbstverständlich muss man sich in seinem Leben weiterentwickeln, eine Weiterbildung machen, sich wieder mal neu ausrichten, das gehört mit zu unserem Leben dazu. Das ist auch die Eigenverantwortung, die man wahrnehmen muss. Aber es wird nicht so sein, dass
einfach alle Arbeitsplätze wegrationalisiert werden. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, was die Erfahrung zeigt. Oder wir haben jetzt schon 3 industrielle Revolutionen durchgemacht. Ich glaube, im 2008 hatten wir eine Beschäftigung in der Schweiz von 3,9 Millionen. Unterdessen sind schon 4,2 Millionen Personen. Also immer mehr Menschen arbeiten, nicht weniger, sagen Sie. Das heißt, es gibt mehr Arbeitsstellen und nicht weniger. Haben Sie Angst vor den Robotern, Frau Stutter? Ich habe keine Angst vor den Robotern, aber Sie verpassen einen wesentlichen Punkt. Und das ist nämlich die Geschwindigkeit von der Digitalisierung. Das sind Dimensionen, die können wir uns heute nicht vorstellen, wie schnell das da geforscht wird, wie schnell das diese Fortschritte gehen. Und genau deshalb ist es nicht vergleichbar mit den Revolutionen, industriellen Revolutionen vorher. Und eines möchte ich noch anhängen. Robotisierung ist nicht etwas Schlechtes. Das ist der Traum der Menschheit, dass sich unsere Arbeit erledigt. Also können wir das doch mit offenen Armen empfangen und gleichzeitig ein System schaffen, das den Menschen, die sich nämlich vom Roboter maßgebend unterscheiden, eine Existenz sichert, ohne dass man also, dann Angst Also mein hat. Traum ist es nicht, dass meine Arbeitsstelle von einem Roboter wegrationalisiert wird. Ich kann Sie beruhigen, das dauert. Und ich bin eben überzeugt, dass wir Menschen genau in diese Arbeit genau noch das Menschliche hineingeben können, dass ein Roboter nie machen wir können. Und genau deshalb werden die Arbeitsstellen nicht einfach verschwinden. Und das Zwischenmenschliche, das ja vor allem auch in der Dienstleistung so sehr wichtig ist und so wertvoll ist, auch das wird ein Roboter nicht einfach erfüllen. In der Vergangenheit war einfach das Rezept, dass das Wirtschaftswachstum mithalten muss mit den Produktivitätssteigerungen, sonst gibt es Arbeitslosigkeit. Und wir können das jetzt noch die 27 Jahre machen, dann ist das BIP doppelt so hoch. Und aber was machen wir dann? Nochmal 27 Jahre denn dasselbe aber weiter. Das ist nicht das, was unsere Generation will. Das ist ein zentraler Punkt. Und man stoßt sich da schon mit der die ganze Diskussion über oder gegen die Wachstum. Die Wachstum, wie sagt man das? Wachstumskritik. Wachstumskritik ist dann schon eine Entwicklung, die seit langem existiert. Und es ist auch ein Problem für Leute, die auch eine gute Position haben. Es gibt sehr viele Leute, die das sich nicht leisten können. Aber lassen wir das beiseite im Moment. Nur mit diesem Wachstum haben wir auch den Fortschritt für die Leute finanzieren können, auch bringen können. Wir hatten auch die Sicherheit und wir müssen auch eine Gesellschaft leben, die auch diese Sicherheit noch bringt, für die Leute eine Chance zu geben, sich zu entwickeln, sich positiv zu entwickeln. Und wenn Sie etwas anderes jetzt wollen, müssen Sie bis am Ende denken. Nicht nur sagen 2500 für alle, aber auch, wie man das finanziert, wie man das organisiert, dass es nachhaltig bleibt. Heute, wir haben eine nachhaltige Situation, ab dem Moment, wo wir auch in der Lage sind, dies zu reformieren. Die Angst ist ja, dass diese Digitalisierung zu einer großen Krise bei der Nachfrage führt. Das ist der Punkt, den wir hier hören. Ich versuche es kurz zusammenzufassen in einem Stück, dass nämlich immer mehr Autos von Robotern gebaut werden und niemand kauft mehr die ganzen Autos. Schauen Sie mal. Wir produzieren. Die meisten von uns. Und wir konsumieren. Ein Arbeiter, der in der Fabrik Autos zusammenbaut, kauft sich meist irgendwann auch selbst ein neues Auto. Aber was, wenn der Arbeiter entlassen wird und neu ein Roboter das Auto baut? Für die Produktion ist das gut. Der Roboter ist günstiger und er braucht keine Pausen. Das Problem ist nur, wer kauft nun das Auto? Der Arbeiter ist nun arbeitslos. Ein Auto kann er sich nicht mehr leisten. Und der Roboter? Der konsumiert nicht. Er braucht keine Ferien. Er kauft kein Essen, keine Kleider, kein neues Telefon. Und er kauft kein Auto. Das ist Ihre Angst. Das könnte passieren bei der Digitalisierung. Nein, ich hab keine Angst. Es ist nur so, dass Wachstum wird sowieso passieren. Das ist völlig menschlich und natürlich. Ich bin gegen Wachstums des Wachstumswillens. Ich bin dagegen, Arbeitsplätze zu schaffen wegen den Arbeitsplätzen. Ich bin dagegen, dass Wirtschaft der Wirtschaftswillen. Die Wirtschaft soll den Menschen dienen und das ist aus der Balance geraten. Und das bedingungslose Grundeinkommen sagt, Marktwirtschaft ist etwas Hervorragendes. Wir wollen die Marktwirtschaft behalten, aber wir stellen neben die Marktwirtschaft ein System, das diese Balance zwischen Menschen und Wirtschaft wieder in die Balance bringt. Herr Straub, die Regie sagt mir, dass Sie ein bisschen hinterher sind mit der Redezeit. Ich stelle darum die nächste Frage auch an Ihre Seite. Was heißt denn das konkret? Die Wirtschaft soll den Menschen dienen. Frau Stutthalter, können Sie das für mich verständlich machen?
Ich bin nicht Wirtschaftsökonomin, aber was wir heute haben, ist, ich komme auf die Welt, ich werde großgezogen, ich komme in die Schule, dann heißt es, mach eine Ausbildung und dann heißt es, ja, jetzt guck, jetzt siehst du aus, jetzt musst du die Versicherung selber bezahlen, zur Miete musst du auch selber gucken und dann kommt plötzlich, oh nein, ich brauche ja wirklich Geld. Aber dem sagt man und Selbstständigkeit. Dem sagt man nicht unbedingt Selbstständigkeit, sondern dem sagt man Druck von außen und ein determinierender Druck von außen, weil ich mache dann eine Arbeit, damit ich das Geld habe, damit ich meine Existenz finanzieren kann. Und was das Grundeinkommen dort genau umkehrt, ist, dass es diese Existenz einen Boden hineingibt, von dort aus ich mich dann entwickeln kann. Ich habe etwas verstanden. Ich möchte Katrin Bertschi dazu nehmen, eine grünliberale Nationalrätin aus dem Kanton Bern. Haben wir ein System, wo der Mensch zu sehr der Wirtschaft dient, wie wir es gehört haben, Frau Bertschi? Also wenn ich jetzt den Initianten zuhöre, dann denke ich, sie zeichnen uns eigentlich das Bild einer ewigen Kindheit, wo Vater und Mutter die Verantwortung übernehmen und sagen, das sei etwas Würdevolles. Und für mich sieht das anders aus. Ich will ein erwachsenes, ein verantwortungsvolles Leben führen. Und das bedeutet eben, dass man auch für sich selber sorgen soll. Und Verantwortung kann sich nur in Erwerbsarbeit ausdrücken. Das ist eben, wir sind so fixiert auf diese Erwerbsarbeit. Natürlich ist Verantwortung wichtig, Entwicklung ist wichtig, Erwachsensein ist wichtig, aber das zeigt sich nicht nur in Erwerbsarbeit. Das zeigt sich nicht in der Arbeit, sondern was man sonst macht, auch ohne Lohn. In der Freizeit, Selbstverständlich. Freiwilligkeit, in der Familie. Selbstverständlich, aber die Arbeit an und für sich hat auch einen Wert. Und ja, wenn wir schauen, was mit einer solchen Initiative passiert, wir haben noch nicht über die Kosten gesprochen, aber es sind Kosten prognostiziert worden von 208 Milliarden Franken pro Jahr, oder? Ja. Und Sie haben vorhin schön das Bild gezeigt, Sie wollen Wirtschaft und Gesellschaft wieder in die Balance bringen. Aber was wir machen mit dieser Initiative, wir bringen das ganze System aus der Balance. Weil wenn wir sagen, diese Initiative kostet 208 Milliarden Franken, dann ist das eine statische Betrachtung. Was passiert also Sie haben dann, Angst, dass das wir diesen Haufen an Gütern und Dienstleistungen nicht mehr herstellen können. Es geht nicht um und den jetzt Haufen haben wir eine Umfrage gemacht hier. Die Menschen würden weiterarbeiten. Das sagen Sie zumindest. Das sagen arbeiten. Sie zumindest. Das zeigen Umfragen, das sagt uns der Arbeitspsychologe. Gleichzeitig sagt uns der Arbeitspsychologe, dass 36% der Arbeitnehmenden in der Schweiz in einer resignierten Zufriedenheit leben. Das heißt, sie sind abgelöscht. Das ist für mich keine erwachsene Haltung, die Sie fordern. Das ändert sich doch nicht mit einem bedingungslosen ein Einkommen. Es geht um Wertschätzung bei der Arbeit. Die kann man genauso erhalten, ohne es bedingungslos zu erhalten. Ich glaube nicht, dass man da auch so die Schweizer Bevölkerung als so deprimiert nur sehen kann. Oder? Ich habe auch Mühe mit diesem Bild. Und was ich erlebe jeden Tag in der Schweiz? Ja, es sind Leute, die sich sehr stark engagieren. Die sind glücklich. Manche haben Probleme. Die versuchen, diese Probleme zu lösen. Und wo es gibt auch eine Verantwortung für die Gesellschaft. Wir haben auch ein System, das das macht. Aber jetzt zu sagen, ja, die große Mehrheit der Leute wäre deprimiert, haben ein Problem, sind alle unter Stress. Und nein, alles das habe ich nicht gesagt. Es geht gut. Ich habe nicht es gesagt, geht, die große Mehrheit. Okay. Ich habe eine, Sie haben gesagt, ich soll präzise Fakten nennen. Ich habe einen präzise Fakt genannt, diese 36%. Sie stehen hier dem Schweizer Volk. Ich sage, Schweizer Volk und die Menschen, die in der Schweiz leben, ich traue euch zu, über diese Bedingungen, über das Existenzminimum selber zu verfügen. Und Sie sagen dem Volk, ich kann euch nicht zutrauen, die Verantwortung übergeben, zu verfügen über das Existenzminimum. Ich traue schon, die Bevölkerung die Verantwortung zu übernehmen. Und gerade deswegen braucht ihr nicht unbedingt ein bedingungsloses Einkommen für Grundeinkommen für alle. Gerade deswegen, die Leute sind auch in der Lage, für sich selber auch zu schauen. Und für diejenigen, die Probleme haben, es gibt Systeme, die sich sehr stark bewährt haben, die akzeptiert sind und finanziert sind. Und ich würde gerne, dass wir nachher auch über die Umsetzung der Initiative sprechen würden. Weil eine große Frage wäre, würde diese Initiative alle unsere Sozialsysteme von heute ersetzen? Ja oder nein? Mhm. Wenn ja, es gibt noch eine Lücke von etwa 30 Milliarden Franken für die Finanzierung. Aber es würde auch bedeuten, dass für jeder, es gibt nur 2.500. Für die behinderten Menschen, die heute mehr als 2.500 brauchen, es wären 2.500. Und das kann man sich nicht leisten in einer Gesellschaft. Das wäre nicht vernünftig. Darf ich kurz zusammenfassen? Es wären zwei Schichten und am Ende ein Riesenpreis, eine Verkomplizierung unseres Systems. Ich habe zwei Punkte. Nämlich der erste Punkt ist, wenn diese Initiative angenommen wird
und dieses Dossier an Sie, Herr Berset, geht für die Umsetzung, dann bin ich wirklich sehr optimistisch, dass wir da ein tolles Gesetz ausarbeiten können. Das heißt, Sie vertrauen dem Bundesrat? Ich vertraue dem Bundesrat. Danke dafür. Das Zweite... Ich wünsche mir das nicht. Ja. Das zweite Stichwort, als Unterstützung für den Bundestag. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich glaube, das war ein bedingungsloser Applaus für alle Teilnehmer. Ja, ja. Ich habe aber noch ein zweites Stichwort, und nämlich die Verantwortung. Wenn Frau Bertschi diese Verantwortung nennt, was wir heute machen, finde ich das ganz schlimm, weil wir so gezwungen sind von dem äußeren Druck, und ich wiederhole mich, dass wir nicht selbstverantwortlich leben und arbeiten können. Und das bedingungslose Grundeinkommen schafft eben genau diese Verantwortung und diese Selbstkompetenz, das zu machen, was man will. Das kann man nämlich auch am besten. Und das kann man auch am besten, wenn alle anderen das auch so können. Da können nämlich ganz viele Energie und Kräfte entstehen. Aber man muss doch einen Schritt zurückgehen, weil Selbstverantwortung bedeutet, dass ich mein Leben alleine oder in einer Familie oder in einem Gebilde, das ich mir ausgesucht habe, selber finanzieren kann, dass ich es mir selber erfüllen kann. Es kann doch keine Selbstverantwortung sein, wenn ich erwarte, dass mir ein Sockelbeitrag finanziert wird, von wem auch immer. Frau, Sie haben nämlich immer noch nicht gesagt, wie es finanziert werden soll. Der Moderator ist der Preuer, sagt dann, wenn wir zur Finanzierung kommen. Wollen Sie jetzt zur Finanzierung? Nein, ich möchte etwas. Ich muss etwas darauf sagen, weil Frau Gössi unterliegt einer riesen Illusion. Sie denken, sie sorgen für sich selber. Sie stehen am Morgen auf aus einem Bett, das jemand anderes für sie hergestellt hat. Sie machen sich ein Frühstück aus Zutaten, welches andere Menschen für sie bereitgestellt haben. Sie gehen mit einem Transportvehikel zur Arbeit, ein Transportvehikel, das jemand anders für sie gemacht hat. Wir sind jetzt schon total abhängig, weil von den Wirtschaftsleistungen der Menschen um das, von dem Leben. Es ist genau ein Tauschwesen. Sagen Sie mir dann, wenn ich 2.500 Franken vom Staat bekomme, dass ich meinen eigenen Garten errichten muss und mein eigenes Korn pflanzen muss? Oder was sagen Sie mir jetzt genau? Nein, ich sage Ihnen, wenn Sie denken, Sie sorgen für sich selbst, ist das eine Illusion. Weil es sind Hunderte von Menschen, die Wirtschaftsleistung erbringen. Wenn Sie würden für sich selber sorgen wollen, dann müssten Sie ins Matschatal und Ihren eigenen Garten machen. Meine sehr verehrten Gäste, die Frage der Finanzierung wurde angesprochen, es scheint einen Konsens zu geben unter Ihnen, dass Sie darüber reden wollen. Bitte, hier ist die Frage der Finanzierung. Schauen Sie mal. Das Grundeinkommen für alle kostet den Bund 208 Milliarden Franken im Jahr. 128 Milliarden sind bereits finanziert. Dieses Geld stammt aus der Erwerbsarbeit. Sparen würde der Bund unter anderem bei den Sozialversicherungen, die es teilweise gar nicht mehr braucht, wie AHV und IV. Das würde insgesamt 55 Milliarden einbringen. Dennoch fehlt ein großer Teil im Topf. Ganze 25 Milliarden Franken. Das entspricht fünfmal dem jährlichen Armeebudget. Woher soll man dieses Geld nehmen? Und müssen wir für ein Grundeinkommen alle viel mehr Steuern zahlen? Ja, genau das würde dann passieren. Dann würden wir alle mehr Steuern zahlen für Ihren Traum. Ja. Also ich muss noch mal auf den Haufen zurückkommen. Sie gehen davon aus, der Haufen wird verteilt und dann nimmt man wieder jemandem etwas weg davon. Und unser Ansatz ist, es gibt diesen Haufen, wir nehmen jetzt ein Drittel dieses Haufens und verteilen ihn an die Bevölkerung. Ich würde gerne jetzt von diesem Haufen reden, der 25 Milliarden Franken groß ist, genau, wenn Sie mögen. Darf ich mich hier einklinken? Herr Berset hat vorhin eigentlich die Frage schon beantwortet und die Diskussion war an einem anderen Punkt, um das zu sagen, weil er hat gesagt, in der Schweiz gibt es schon ein Grundeinkommen. Die Menschen haben schon ein Grundeinkommen. Und genau dort müssen wir starten. Und Sie haben das ja durchgerechnet. In der Schweiz haben wir alle eine Existenz gesichert. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist höchste Eisenbahn, dass wir das tun müssen. Und bei dieser Rechnung bleiben jetzt da noch die 25 Milliarden. Da haben Sie aufgehört zu rechnen. Und wir sagen, was Sie da nicht im Blick haben, das ist nämlich das Geld, das beispielsweise meine Eltern mir während dem Studium überwiesen haben. Also das Geld, die Rechnung ist unvollständig. Frau Gössi, Herr Bundesrat, wer will? Ich wäre bereit gewesen, einfach das Geld inklusive 100% zuzugeben zur Finanzierung des Grundeinkommens. Das verstehe ich jetzt. Okay, ja. Es ist wirklich ein völlig anderes System. Man muss es auch sagen. Und man kann viele auch ein Beispiel von der Person, die zum Beispiel einen Lohn von 4.000 Franken pro Monat hat. Was würde das bedeuten mit dieser 128 Milliarden der Besteuerung? Es würde bedeuten, dass für diese Person die 2.500 ersten Franken, die würden auf 100% besteuert und wiederkommen aus Grundeinkommen.
diese Person, die heute 4'000 Franken hat, die hat auch in der Zukunft 4'000 Franken. Es verändert sich absolut nicht, nur eine große Unsicherheit und ein Mangel auf Finanzierung, 25 Milliarden, und die Abschaffung der IV und von der AV und die Ersetzung durch 2.500 pro Monat, ja, und pro Person. Nur IV, AV kann man schon diskutieren. Es ist nicht so, dass es 2.500 für alle ist. Es gibt auch Paare oder einzelne Personen. Aber bei der IV, bei der IV ist ja am Ende. Bei der IV. Und das sind wirklich Menschen, die auch eine Unterstützung der Gesellschaft auch brauchen. Ja, Milliarden, die kommen von Ihrem Bundesamt für Sozialversicherungen und die sind so gerechnet, dass nur die Sozialversicherung bis 2.500 Franken eingerechnet sind. Also nicht die gesamten Sozialversicherungen. Nein. Alle Ansprüche, die darüber ausbestehen, die bleiben erhalten und die sind da drin. Der Bundesrat wurde unterbrochen. Aber gut, ich sage nur damit, dass diese Umstellung von dem heutigen System, finanziert ist, in diesem System, man kann schon darüber diskutieren, diese 25 Milliarden, das ist auch eine andere große Frage, wie finanziert man das? Was bedeutet 25 Milliarden? Es bedeutet eine Verdoppelung der Mehrwertsteuer in unserem Land. Irina Stutt, was ich jetzt höre, ist eine Stimme aus der Vergangenheit, die sagt, dieses System funktioniert, stick to the usual. Das finde ich genau traurig, weil wir müssen uns für die Zukunft rüsten. Und wenn wir jetzt immer noch auf die Vergangenheit schauen, Sie haben das Stichwort AV gebracht, können wir uns eine Schweiz vorstellen ohne AV? Das können wir nicht. Bei der Einführung der AV, da war genau dasselbe Argument, gekommen, das ist nicht finanzierbar. Es ist finanzierbar, wenn man es will. Das heißt, was ich jetzt hier höre, das will nicht finanziert werden. Eigentlich können wir doch zu einem anderen, wir können doch zum Kern kommen der Diskussion. Warum wollen wir nicht bedingungslos anderen Menschen die Existenz zusichern? Aber das ist doch völlig abstrus, oder? Unser Sozialsystem funktioniert heute so, dass wir die Mittel zielgerichtet dort auszahlen können, wo sie benötigt werden. Wenn jemand mehr wie 2.500 Franken braucht, bekommt er das auch. Sie wollen jetzt so irgendein Sozialsystem einrichten, das mit der Gießkanne, alle bekommen 2.500 Franken sicher, wie dann das weiter finanziert wird, oder diese 25 Milliarden. Komme ich gleich noch darauf. Wenn das eine Verdoppelung der Mehrwertsteuer ist, dann haben Sie schon mal das nächste Problem von diesen 2.500 Franken. Das wird schon mal wieder über die Mehrwertsteuer, die Kaufkraft sinkt damit schon mal wieder massiv. Und mit diesen 2.500 Franken, die dann bei weitem nicht mehr 2.500 Franken sind, kommen Sie nirgends mehr hin. Also Frau Gössin, Herr Bundesrat, Sie sprechen immer von den toll funktionierenden heutigen Sozialwerken. Und das am beliebtesten ist und das Schönste ist, ist die AV. Und bei der Einführung der AV war genau die, es gab noch keine Arena damals, aber es war genau die gleiche Debatte. Da war in der Botschaft des Bundesrates war drin, man kann doch das nicht an allen Menschen, auch den Millionären geben, das wäre ja viel zu teuer, es wäre viel zielgerichtet, man kann doch nicht mit der Gießkanne über alle alten Menschen. Und das ist ja das Geniale an der AV, dass eben alle Menschen das bekommen. Das führt dazu, dass ich noch keinem älteren Menschen begegnet bin, der sich schämt, dass er die AV bekommt. Sondern man kann in Würde leben, auch wegen dieser Bedingung, dass das alle erhalten. Es ist überhaupt nicht vergleichbar. Entschuldigung, überhaupt nicht vergleichbar. Damals hat man einen Bedarf anerkannt, die Diskussion geführt und ein neues Instrument geschaffen, mit auch eine Finanzierung, die dazu gehörte. Mhm. Es war etwas Neues. Hier, den Vorschlag ist zu nehmen, was wir heute haben, es zu erledigen und an der Stelle etwas anderes zu schaffen. Das ist eine völlig andere Situation. Nein. Damals hat man auch nur etwas Neues geschaffen. Es gibt etwas Neues, das ist nämlich die Bedingungslosigkeit. Wir haben heute jetzt schon in der Bundesverfassung Artikel 12 ist das Recht auf Existenzsicherung. Wir haben das Recht auf ein menschenwürdiges Dasein. Ja. Und das Neue, was jetzt dazu kommt, deswegen ist es eben doch vergleichbar mit der AV, ist das neue Element bedingungslos. Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands. Ja. Ich möchte etwas sagen zur Finanzierung. Da gibt es verschiedene Modelle dazu, selbstverständlich. Dieses Modell, dass es nur 25 Milliarden kostet, beruht ja darauf, dass die Leute so weiterarbeiten, dass wir immer noch 650 Milliarden Bruttoinlandprodukte, ihr Haufen an Produkte herstellen. Unsere Berechnungen gehen davon aus, dass dieses Bruttoinlandprodukt um 20% sinken wird.
und das letztendlich dann das zu führen wird, dass wir dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht mehr finanzieren können. Man wird die Abgaben erhöhen, wir kommen in einen Teufelskreis, der uns letztendlich den Wohlstand, den wir in diesem Land haben, genau die gleiche Argumentation bei der AHV. Das können Sie nachgucken im Geschichtslexikon. Das war genau die gleiche Debatte. In der AHV haben Sie... Erstens mal wird es von Leuten finanziert, die arbeiten. Es ist ja um eine Umlage finanziertes Sozialwerk. Und hier haben wir alle, die das bekommen, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Das können Sie überhaupt nicht vergleichen. Sie wissen auch, als Bismarck das Rentensystem eingeführt hat, war das effektive Rentenalter war deutlich höher als das Mortalitätsalter, das erreicht wurde. Aber zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich würde gerne noch die 25 Milliarden auflösen, wenn ich darf, weil der Bundesrat hat uns ja gefragt. Er hat insbesondere die Frage in den Raum gestellt, oder Frau Gössi, ob Sie das mit der Mehrwertsteuer zahlen wollen. Ja, wollen Sie, dass wir alle schlussendlich, wenn wir etwas kaufen, diese 25 Milliarden mehr bezahlen müssen? Also bei der Finanzierung geht es um die generelle Frage der Finanzierbarkeit. Ist das überhaupt möglich? Weil es geht ja um den Kompass. Das ist eine sehr statische Betrachtung und man beginnt natürlich damit. Jetzt, es gibt in der Schweiz sehr viel Stresserkrankungen. Wir haben mit den Zahlen vom SECO gerechnet. Wenn wir nur 20% der Stresserkrankungen und 20% der übrigen psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit Arbeit reduzieren können, haben wir schon 9,5 Milliarden eingespart. Und dann gibt es einen ganzen Katalog, das kann ich Ihnen senden, das können Sie nachlesen. Der Vizedirektor vom Bundesamt für Sozialversicherung hat gesagt, Abbau der Administration geschätzt 1 Milliarde pro Jahr, die man einspart und so weiter. Es gibt einen ganzen Katalog von positiven Effekten und man könnte auch sagen, es ist unglaublich teuer, was uns das kostet jedes Jahr, wo wir das bedingungslose Grundeinkommen nicht einführen. Das waren viele Zahlen. Ich weiß nicht, ob Ihre Studie, ob die publik ist. Auf jeden Fall gibt es zu diesen Zahlen und zu anderen Fakten in dieser Sendung diesmal wieder einen Faktencheck. Der wird nicht von uns gemacht, sondern von den Kollegen von Tagesanzeiger und Sonntagszeitung. Die sind bereits dran, die hören zu, ob alles stimmt, was Sie hier sagen. Ab morgen 14 Uhr, Samstag 14 Uhr, finden Sie das auf tagesanzeiger.ch. Ich möchte gerne Herrn Wehner wieder dazu nehmen, den Arbeitspsychologen. Schätzen Sie auch, dass so viel Geld eingespart werden könnte mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, Sie haben mich ja als Unterstützer vorgestellt für das Grundeinkommen. Ich bin auf jeden Fall ein Skeptiker dieser bestehenden Arbeitswelt. Und ich sehe es lange nicht so, wie Sie es doch hier beschrieben haben. Natürlich ist Arbeiten würdevoll und natürlich macht es Spaß, auch jetzt. Aber die zunehmende Zahl nicht von physischen Erkrankungen, nicht nur von psychosomatischen Erkrankungen, sondern von rein psychischen Erkrankungen war noch nie so hoch wie zurzeit. Und wenn Sie nur die letzten beiden Tage nehmen, auch die Sozialpartnerschaft ist sicher ein gutes Instrument. Sie war aber immer ein Reparaturprinzip für diese Arbeitsgesellschaft und es gelingt ihr in ganz vielen Punkten nicht. Schauen Sie sich an, dass die SBB bis vor das Bundesverwaltungsgericht gezerrt werden müsste, um es grob auszudrücken. Verzeihung, wer muss gezerrt werden vor das Bundesverwaltungsgericht? Die SBB. Ah, SBB. Gut. Die SBB, weil es in den Gesamtarbeitsverträgen so geregelt ist, dass jemand, der im Mutterschaftsurlaub war und ein halbes Jahr am Arbeitsplatz damit gefehlt hat, keine Lohnerhöhung bekommen kann. Das ist in einer Zeit, wo wir Familie und wo eben tatsächlich auch die Arbeit der Frauen eigentlich geschätzt wird, unvorstellbar. Und davon könnte ich Ihnen 10 Beispiele nehmen. Wir könnten eins aus Amerika nehmen, was in den letzten 2 Tagen diskutiert worden ist. In Amerika bekommt jeder, der über 23.000 Dollar verdient, der bekommt die Überstunden nicht bezahlt. Herr Wehner, bleiben wir vielleicht in der Schweiz, wenn ich das rüberspielen darf an Peter Gössi. Das ist ein schönes Beispiel, was global ist und nach Amerika wird sehr häufig geschaut. Es sind über 5 Millionen Menschen, die ihre Überstunden in diesem Land nicht bezahlt bekommen. Auch dort haben wir eine relativ starke Gewerkschaft. Ich bin eher bei der Seite der Befürworter, was die Kritik an der momentanen Arbeitsgesellschaft anbelangt. Und ich bin weniger überzeugt davon, dass wir die Reparaturprinzipien haben, genannt in der Sozialpartnerschaft, die diese Schäden, die wir heute durch Erwerbsarbeit haben, kompensieren können. Theo Wehner, ich möchte diesen Ball gerne rüberspielen. Also der Vorwurf ist, unser heutiges System repariert, anstatt Prävention zu machen. Man muss vor das Bundesverwaltungsgericht, damit man Recht bekommt, wenn man ein halbes Jahr lang krank war oder Mutterschaftsausfall. Also ich will da auch nicht auf Einzelfälle eingehen, die ich nicht kenne. Dazu kann ich mich nicht äußern. Aber was ich sehe, realpolitisch wird das passieren. Oder vorhin wurde ja gesagt, man arbeitet weiter. Das heißt, der psychische Druck, der nimmt nicht einfach so ab. Gleichzeitig wird aber die Angst wachsen, weil wenn wir ein solches System
System nur in der Schweiz haben, im ganzen Ausland nicht, werden alle in die Schweiz kommen. Selbst wenn sie dann das bedingungslose Grundeinkommen plötzlich an die Bedingung knüpfen, man muss zum Beispiel schon 5 Jahre in der Schweiz gelebt haben oder irgend sowas. Die Zuwanderung wird massiv sein und das wird wiederum so große Ängste auslösen, wir sehen es ja jetzt schon in der gesamten Diskussion, das ist politisch extrem schwierig und das wird ein ganz anderer Druck auslösen, der zwar nichts unmittelbar mit der Arbeit zu Frau tun Gössi, hat. Frau Gössi, dieses Argument sticht nicht mehr. Das war auch das Argument, das war die Angst vor den Bilateralen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben jetzt mit den bilateralen Verträgen ist, dass die Menschen hierher kommen wollen und etwas tun wollen, dass sie arbeiten wollen. Da sind wir wieder beim Menschenbild. Also Sie haben ein anderes Menschenbild, als ich habe. Ich weiß nicht genau, nicht bedingungslos, Sie... Ja, ich weiß auch nicht genau, ob Sie die Migrationsströme schon mal beobachtet haben, die jetzt unterwegs sind. Also Herr Stutthalter, viel mehr Menschen kommen, wenn es hier Gratisgeld gibt. Aber da sind wir jetzt wieder in einer Asyldiskussion, wo man meint, die Menschen kommen, weil es lustig ist und weil es hier besonders viel Arbeit ist, weil sie gehört haben von einem Märchen. Aber Fakt ist, nur das, um das noch zu korrigieren, das bedingungslose Grundeinkommen ist für diejenigen, die es bekommen, bedingungslos, Rahmen geschlossen. Fakt ist, wenn das bedingungslose Grundeinkommen angenommen wird, dann steht in der Verfassung, dass allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz ein Grundeinkommen zur Verfügung steht. Dann haben wir ein anderes Gesetz, das regelt nämlich Migration. Und das wird heute schon geregelt. Und auch dort habe ich volles Vertrauen in Frau Sommaruga, dass das dort auch gut umgesetzt wird. Also wir kennen in der Schweiz die Personenfreizügigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie daran schon gedacht haben. Aber dann habe noch einen anderen Punkt, der erwähnt wurde. Und zwar das Familienbild, das Sie damit implementieren. Das ist nicht das heutige Familienbild, sondern... Also das heißt automatisch, wir gehen zurück in ein konservatives Familienbild, wo die Frau zu Hause bleibt, weil sie dann nämlich unter dem Strich mehr Geld erhalten wird. Petra Gössi, einer der ganz großen Vorwürfe von Seiten der Gegner, Herr Wehner, einen Moment bitte. Das ist einer der großen Vorwürfe. Ja, Frau Stutthalter, der Vorwurf ist, wollen Sie die Frau zurückbringen zum Herd? Sagen Sie es mir, beziehen Sie Stellung im Einzelinterview, Frau Stutthalter. Ja. Bitte schön. Sie bekommen die große Bühne. Irina Stutthalter, Sie kämpfen für dieses Familienbild, die Frau zurück an den Herd. Das kann man ja wollen. Da gibt es Gründe dafür. Aber von Ihnen überrascht mich das doch. Das kann man wollen, aber das ist eine Unterstellung von Frau Gössi, wenn sie sagt, dass die Frauen, wenn sie dann 2.500 Grundeinkommen haben, dass sie dann zu Hause am Herd bleiben. Das Schöne beim Grundeinkommen ist ja, dass es nicht auf Erwerbstätige kommt oder dass es auf Familien kommt, sondern das Schöne ist, dass es auf die einzelnen Personen kommt. Und das bedeutet dann, wenn ich noch kurz fertig reden darf, dass jede einzelne Frau, wenn wir jetzt beim klassischen Rollenbild bleiben, dass dann die Mütter zu Hause das für sich selber haben. Und die Studien zeigen, dass ein Großteil von hausfreien Ehefrauen arbeitstätig sein wollen. Frau Stutthalter, ich weiß nicht, was Frau Gössi sich überlegt hat. Vielleicht folgen Sie mir mit meinen Überlegungen. Wenn ich das richtig verstehe, bekommt neu mit Ihrer Initiative jeder Mann und jede Frau 2.500 Franken, egal ob er oder sie arbeitet. Richtig? Ja. Wenn das so ist und wenn jede Frau, und es sind heute noch immer vor allem Frauen, die Teilzeit arbeitet, wenn eine Mutter, die Teilzeit arbeitet, sowieso das Geld erhält, wieso soll sie arbeiten gehen? Das ist genau diese Frage, die ganz, ganz tief im Kern liegt. Die Frage ist, warum gehen wir arbeiten? Warum geht eine Frau, eine Ehefrau arbeiten Teilzeit? Und da kommen wir nämlich wieder ins Spiel. Arbeit ist nicht einfach Geld. Und dieser Fokus auf Erwerbsarbeit, das ist einfach pervers, weil es gibt noch ganz viele andere Arbeiten. Jetzt reden wir ja über die Erwerbsarbeit. Die Frage war, wieso soll eine Mutter beispielsweise, natürlich gilt dasselbe auch für Väter, arbeiten gehen, wenn sie dasselbe Geld auch so erhält. Schauen Sie mal, was Frauen verdienen. Schauen Sie mal, Frauen, die Teilzeit arbeiten, 2/3 aller Frauen, die Teilzeit arbeiten, verdienen weniger oder höchstens als 3.000 Franken. Jetzt gibt es dasselbe Geld auch so, dann bleiben die doch zu Hause. Nein, Arbeit ist viel mehr als einfach nur Geld. Bei der Arbeit geht es um Verwirklichung, da geht es um soziale Kontakte, da geht es darum, auch mal etwas anderes machen zu können, als zu Hause im Haushalt zu sein. Und das ist ein Mehrwert der Arbeit, den wir heute einfach überschauen. Das ist ja alles richtig. Aber trotzdem ist ja der wirtschaftliche Aspekt, wären Sie einverstanden, auch ein Teil davon. Man geht auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist diese Arbeit, die wir heute eben genau, wie Daniel Straub gesagt hat, ein bisschen unter Knechtschaft machen. Das ist nämlich diese Arbeit, die wir nur machen wegen dem Geld.
Man sagt ja schon heute, dass Frauen, Mütter beispielsweise, oft nicht arbeiten gehen, weil es sich schlicht nicht lohnt, weil die Krippe so teuer ist, weil die Steuern steigen, weil man Spesen hat. Das Geld wird eigentlich aufgefressen. Wenn Sie jetzt zusätzlich das Geld gratis geben, wenn die zu Hause bleiben oder für die Arbeit, die Sie zu Hause machen, dann geht doch überhaupt keine Frau mehr arbeiten. Doch, ich bleibe dabei, weil Arbeit eben auch Spaß macht, weil Arbeit nicht etwas Schlechtes ist. Wo haben wir damit angefangen zu sagen, dass Arbeit etwas Schlimmes ist und ich muss mich am Morgen dahin ziehen, um das durchzustehen? Sie sagen, es gibt andere Anreize, um arbeiten zu gehen, als nur das Geld. Unbedingt. Aber Sie wären einverstanden, dass Sie die wirtschaftlichen Anreize so setzen, dass es sich nicht mehr lohnt. Was das Wirtschaftliche angeht, würden Frauen nicht mehr arbeiten gehen. Nein, Teilzeit arbeiten gehen. Das ist jetzt wieder die Rechnung. Die Frage ist doch, wie spielt dann der freie Markt? Und ich finde es eigentlich noch interessant, dass man die heutigen Neoliberalen, FDP, darauf heben muss, dass dann der freie Markt spielt. Da kommt dann nämlich wieder die Frage rein, was ist Arbeit wert? Für welche Gegenleistung mache ich so etwas? Und das ist dann das Spannende, wo sich dann vielleicht heutige Frauenjobs, so genannt, in einem anderen Lohnfeld bewegen. Aber nur fürs Geld, da wären Sie einverstanden, Mütter oder Väter, die sich etwas dazu verdienen, der Familie etwas dazu verdienen, die würden das nicht mehr machen fürs Geld, weil es sich nicht mehr lohnt. Es ist nicht falsch daran, wenn man etwas fürs Geld macht, wenn man das aus freien Stücken macht und nicht, wenn man nämlich dazu gezwungen wird. Aber fürs Geld würde man es nicht mehr machen. Das ist der Entscheid, weil vielleicht möchten ja Leute mehr haben als 2.500. Vielleicht möchte man ja noch nach Italien in die Ferien fahren. Und das liegt dann an jedem Einzelnen, was sie für diese Gegenleistung von Geld auf sich nehmen wollen. Irina Studthalter, herzlichen Dank. Das waren meine kritischen Fragen. Nun möchte ich die kritischen Gedanken hören von Petra Gössi. Ja, so, oder zunächst mal die ganz einfache Berechnung. Wenn Mann und Frau sich die Arbeit zu 50% teilen, beide würden 7.000 bei 100% verdienen. Das heisst, bei 50% je 3.500 Franken. Die 2.500 Franken sind dort schon drin. Zusammen verdienen sie 7.000 Franken. Jetzt geht der Mann 100% arbeiten, verdient alleine 7.000 Franken. Und die Ehefrau bekommt dann noch 2.500 obendrauf. Das heisst, Ende des Monats haben sie 9.500 Franken. Also das Einzige, was sich noch lohnt, ist, dass eine Person, egal ob Vater oder Mutter, voll arbeitet und die andere voll zu Hause bleibt. In diesem Beispiel ja. Und genau deshalb ist es ein konservatives Rollenbild, das sie da implementieren. Aber es kommt noch eine ganz andere Schwierigkeit hinzu. Aber soll ich zuerst auf das antworten? Weil wir Punkt für Punkt machen. Etwas anderes einfügen. Ja, ein Unternehmen, das hat keinen Grund mehr, genau diese, also nicht nur diese Arbeiten, sondern Tieflohnarbeiten, Teilzeitjobs überhaupt zur Verfügung zu stellen, weil das kostet ein Unternehmen auch. Das heisst, schon nur damit diese 2.500 Franken abbezahlt werden können, er wird ganz sicher all diese Arbeitsstellen wegrationalisieren und all diejenigen, die eine Teilzeitarbeit suchen, die haben gar keine Möglichkeit mehr, ins Erwerb Leben einzusteigen. Also, das Prinzip vom bedingungslosen Grundeinkommen, wie wir das wollen, ist das. Jeder Mensch erhält bedingungslos das Existenzminimum. Und dann geht er auf den Arbeitsmarkt und kann sich etwas dazu verdienen. Das ist ein viel klügeres Anreizsystem als bei den heutigen Sozialleistungen, weil dort verliert man das dann wieder. Und dann kann ich auf den Arbeitsmarkt gehen und zu meinem alten Arbeitgeber gehen und sagen, ich habe vorher 40% gearbeitet, ich komme wieder für 40% und dann handeln wir den Lohn aus und dann habe ich das Grundeinkommen und dann habe ich meinen neu ausgehandelten Lohn für 40%. Und Sie haben recht, Familien würden davon richtig profitieren. Und das ist ein Nebeneffekt, den ich sehr sinnvoll finde, weil ich habe am eigenen Leib erlebt, als ich Single war, 100% arbeiten konnte, hatte ich eigentlich relativ sehr viel Geld. Jetzt arbeite ich 60%, habe eine viel größere Wohnung. Jetzt ist es knapp mit Familie. Das ist ein System, an das wir uns gewöhnt haben, aber das eigentlich falsch ist und familienfeindlich ist. Sie sind die Familienfeindlichen auf dieser Seite, sagt Herr Stahl. Ja, es scheint mir wirklich ein bisschen kurz gesagt. Oder? Ich sehe nicht einmal, was es am Ende wirklich so stark ändert. Das ist noch mein Problem mit dieser ganzen Diskussion. Wir haben faktisch, Sie haben das auch anerkannt, faktisch haben wir auch ein Grundeinkommen in der Schweiz. Es heißt anders. Aber es heißt anders, aber es funktioniert. Faktisch, es existiert. Jetzt diese große Revolution da zu tun, für ein Resultat, der einfach nichts
so viel bringt. Interessante Debatte, ich stehe dazu. Sehr interessante Debatte, vielen Dank dafür. Ich bin auch sehr froh, dass wir auch darüber diskutieren können. Aber am Ende, so viel Unsicherheit bei der Finanzierung, bei der Organisation. Und Sie haben mir gesagt, Sie haben gesagt, es gibt ein Prinzip, nachher vielleicht in der Verfassung. Vielen Dank, Herr Bundesrat, das noch Umsetzung zu bringen. Nachher, Sie werden das sehr gut leisten können. Herr Berset, vielen Dank. Ich muss nur sagen, ich sehe nicht einmal, wie wir das beginnen könnten. Herr Berset, aus Ihnen spricht die Stimme der Vernunft und die Stimme des Bundesrates. Und die ist auch extrem wichtig in unserem System heute. Das schätze ich sehr. Aber trotzdem braucht es doch Mut, sich der Zukunft zu stellen. Mhm. Und ich habe eine große Frage an Sie. Wenn Sie so alt wären wie ich, ganz ehrlich, würden Sie dann nicht hier stehen? Wenn ich was? Wenn Sie so alt wären wie ich. So jung. So jung. So jung, aha. Würden Sie dann nicht hier stehen? Nicht mehr so jung. Würden Sie dann nicht hier stehen? So jung wie Sie, okay. Ja, was würde ich brauchen, wenn ich auch vielleicht noch jünger als heute wäre? Noch mehr Sicherheit über was kommt in der Zukunft. Genau, Sicherheit über was kommt in der Zukunft und nicht Unsicherheit über was kommt in der Zukunft. Danke. Das Grundeinkommen schafft genau diese Sicherheit. Nein, genau das Gegenteil. Das wollte ich am Ende noch sagen. Genau deswegen müssen wir immer in der Lage sein. Und es gibt auch andere Akteure, die hier wissen, wie stark ich mich engagiere, um unser Sozialsystem immer wieder zu reformieren, immer wieder zukunftsfähig zu machen, damit wir wirklich die Sicherheit haben. Ich mache das so stark, wie ich kann. Und wir müssen das einfach tun, in einem Rahmen, der auch bekannt ist. Eine Akteurin, Entschuldigung. Bis am Moment, wo... Ja? Das war der Punkt. Wenn Sie wollen, ja. Herzlichen Dank. Eine Akteurin, die sich in der Frauenfrage stark engagiert, die wir angesprochen haben, ist Katrin Bertschi, die grünliberale Nationalrätin und Co-Präsidentin der Frauendachorganisation Allianz F. Sie scheint nicht überzeugt von dem, was eine andere junge Dame hier behauptet hat. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir noch einmal die Frage der Erwerbsanreize anschauen. Bei den Frauen, bei Teilzeitarbeitenden Frauen. Ja, weil sie betreffen insbesondere die Frauen. Wenn man sagt, man hat ein Grundeinkommen von 2.500 Franken, das sind primär Frauen, die haben tiefere Löhne. Sie sind von Lohndiskriminierung betroffen und sie arbeiten häufiger Teilzeit. Also es ist eine Initiative, die speziell dort abzielt auf die Erwerbstätigkeit der Frauen. Und sie setzt ganz klar Anreize, dass es sich nicht mehr lohnt, zu arbeiten oder dass es sich lohnt, weniger zu arbeiten. Und ich möchte gerne schnell den Punkt fertig machen. Wir haben im Moment das Problem, dass wir das Erwerbspotenzial der Frauen absolut nicht ausschöpfen können. Und das ist, weil wir negative Arbeitsanreize setzen. Also genau das, was im Steuersystem, in den Gesetzen, überall. Und wir haben eine Unterbeschäftigung bei den Frauen. Die würden gerne mehr arbeiten, sie können aber nicht. Das ist unfreiwillig, weil wir schon jetzt negative Erwerbsanreize haben. Und mit dieser Initiative erhöhen wir diese negativen Erwerbsanreize eben einfach noch. Und deshalb ist sie für mich absolut kein gangbarer Weg. Ich finde es spannend, weil ich kenne die Allianz F und ich kenne auch Frauen oder Gleichstellungsdiskussionen auf sehr verschiedenen Ebenen. Aber meine große Frage, die sich hier stellt, was ist das für ein Frauenbild, dass man den Frauen nicht zutraut, dass sie mit einem Grundeinkommen, mit einer Selbstverantwortung alles über die eigene Existenz hinaus selber entscheiden zu können, dass man dann sagt, sie würden nicht mehr in die Erwerbsarbeit gehen. Das fühle ich ganz, ganz anders. Ich würde gerne noch ergänzen. Frauen und Männer nicht unterschiedlich. Ich sage nur, diese Einkommen, die in dieser Höhe sind, dass sie so tief sind, dass es Teilzeiteinkommen, dass es kleine Einkommen sind, das sind primär Fraueneinkommen. Und wir setzen einen ganz großen Anreiz, dass Frauen dann nicht mehr arbeiten gehen. Und Sie sagen immer, der Vorsatz ist dann, oder der Grundsatz ist so, dass man dann diese freiwillig geleistete Betreuungsarbeit entschädigen kann zu Hause. Heute wird das ganze Volkseinkommen mit Bedingungen verteilt. Und wir werden uns wahrscheinlich einig, dass diese Bedingungen, wie sie heute sind, zu Ungunsten von Frauen sind. Und jetzt kommen wir und sagen, ein Drittel dieses Volkseinkommen verteilen wir an Frauen und Mann genau gleich. Das ist ein Riesenschritt in Richtung Gleichstellung. Aber da sagen die Gegner ja eben genau, das würde verhindern, dass die Frauen weiterhin arbeiten gehen. Ich glaube, wir machen da einen Punkt, bevor wir uns wiederholen in diesem Thema. Ich möchte den Ball nochmals aufnehmen, den wir ganz am Anfang der Sendung hatten und den wir gerade jetzt wieder von der grünliberalen Nationalrätin gehört haben, und zwar die Freiwilligenarbeit, die Pflegearbeit. Herr Knobel, Sie haben in Ihrer Verwandtschaft, Sie haben Ihren Vater gepflegt, das haben Sie uns gesagt, zusammen mit Ihren Geschwistern, und Sie hätten ein bedingungsloses Grundeinkommen dafür gewollt.
Ja, unser Vater war 5 Jahre demenzerkrankt. Wir haben ihn diese 5 Jahre gepflegt in der Familie. Ich habe das Glück, dass ich 4 Schwestern habe. 4 Schwestern? Ja, und wir haben die Arbeit aufgeteilt, die ganzen 5 Jahre. Jetzt, wir haben das nicht gemacht, um Geld zu sparen aus finanziellen Anreizen, sondern weil das zur Familienarbeit gehört. Das Problem war, dass zum Beispiel eine meiner Schwestern konnte sich das gar nicht leisten, diese Arbeit zu machen. Also diese unbezahlte Arbeit lag wirtschaftlich sie, nicht drin. Sie hat genau in einem Job gearbeitet, wo sie relativ wenig verdient. Die hat vielleicht etwas mehr als 3'000 Franken verdient. Wir haben die Arbeit aufgeteilt, so 1,5 Tage pro Woche. Und meine Schwester hatte Mühe, diesen Tag wegzunehmen bei der Arbeit. Sie hat Söhne im Studium und so weiter. Sie musste diese Arbeit machen und sie konnte sich das eigentlich nicht leisten. Ich hatte den großen Vorteil, dass ich frei beruflich tätig bin. Ich habe es einfach eingeteilt und habe dann am Wochenende und in der Nacht ein bisschen mehr gearbeitet. Wie haben Sie es gelöst? Es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir haben dann eine Lösung in der Familie gesucht, dass wir in der Familie meiner Schwestern genau 2500 Franken das bedingungslose Grundeinkommen bezahlt hatten. Sie hat dann noch etwa 1000 Franken dazu verdient. Innerhalb der Familie? Innerhalb der Familie. Herr Bundesrat, genau eine Situation, wo es ohne dieses Geld nicht gegangen ist. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass genau die Frauen und Männer, die wenig verdienen, die können sich diese Familienarbeit schlicht nicht leisten. Und das ist ein Riesenproblem, weil die verlieren dann den Job, wenn sie nicht mehr 100% arbeiten. Und dann müssen sie sagen, ich kann diese Arbeit, die ich machen möchte, nicht tun. Und dann haben wir ein Problem. Herr Bundesrat, und dann noch mal. Das ist eine Riesendiskussion. Das ist ein Problem, der anerkannt ist. Das ist völlig richtig, was Sie da sagen. Es gibt da wirklich Situationen, wo es gibt große Schwierigkeiten. Und wir müssen das nicht nur ernst nehmen, aber auch etwas anbieten und das angehen. Deswegen hat der Bundesrat auch da mit der Kantone, haben wir da sehr viel darüber diskutiert. Wir haben auch einen Aktionsplan lanciert, jetzt, um eine bessere Unterstützung der pflegenden Angehörigen zu erzielen. Wir versuchen das, es ist vielleicht nicht genug. Sie werden mir sagen, ja, aber es wäre viel besser, da einen Lohn zu haben, garantiert und so. Aber wir müssen auch das Machbare und das Finanzbare tun. Wir sind dran. Wir haben diesen Aktionsplan entwickelt. Es gibt jetzt Massnahmen. Und es ist wirklich ein Problem, der anerkannt ist, wo wir eine bessere Unterstützung bringen müssen für die pflegenden Angehörigen. Jetzt kommt ein großes Problem dazu. Ich kenne dieses System, ich bin in Europa unterwegs, genau mit der Arbeit, wie können wir die pflegenden Angehörigen unterstützen. Einerseits, wir müssen sie schulen, das ist enorm wichtig. Und andererseits muss irgendwie in einer Form ermöglicht werden, dass sie diese Familienarbeit machen können. Ja. In Deutschland ist diese Arbeit an Bedingungen geknüpft. Jetzt kann ich Ihnen sagen, wenn ich in der Pflege arbeite, wir entwickeln Kurse, Kinesthetikkurse für pflegende Angehörige, dass die nicht heben müssen, dass sie sich nicht verletzen. 80% der pflegenden Angehörigen leiden an Überlastungssymptomen. Jetzt schulen wir die Leute und die lernen vielleicht, der Mann mit einer Halbseitenlähmung lernt plötzlich alleine vom Boden aufzustehen. Jetzt hat er die Pflegestufe X. Die bekommen ein paar hundert Euro und damit geht's gerade. Und dann haben alle Freude, der ist wieder selbstständig, der kann es tun. Und wissen Sie, was passiert dann? Die Freude klingt ab, die betreuende Frau wird bleich im Gesicht und sagt, jetzt haben wir ein Problem mit dieser Bedingung. Jetzt wird er zurückgestuft. Ich bekomme so wenig Geld, dass ich ihn nicht mehr betreuen kann. Also ein völlig absurdes, perverses Bestrafungssystem. Ich habe mehr Angst vor diesen bedingungsgeknüpften Finanzierungen wie von der Bedingungslosen. Ich versuche es auf einen Satz zu bringen. Sie sagen, wenn man Bedingungen an eine solche Unterstützung knüpft, beispielsweise bei der Pflege von kranken Angehörigen, dann kann das völlig kontraproduktiv sein, sodass sich die Heilung nicht lohnt. Man kann auch uns in der Schweiz nicht vorwerfen, alles, was nicht funktioniert in anderen Ländern oder in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten früher. Was wir tun hier, das ist sehr klar, dass die Schulung oder eine Hilfe für die einfach Ausbildung der pflegenden Angehörigen eine sehr wichtige Sache ist. Einfach, weil es ist weniger stressant, nahe weniger Stress, um das machen zu können. Und was es dringend braucht heute, sind auch Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige. Das Problem heute ist, dass es gibt nie eine Möglichkeit, sich zu entzulasten und sie auch für sich selber zu denken. Das wäre schon ein erster Schritt. Ein erster zentraler, wichtiger Schritt. Wir sind
dran. Wir versuchen das zu entwickeln, aber sehr konkret mit Maßnahmen. Es wäre vielleicht nicht das Ende der Geschichte und das Ende der Debatte, aber schon ein wichtiger Schritt. Und es wäre sehr konkret etwas für die pflegenden Angehörigen, die wirklich Unterstützung brauchen und verdienen. Das erinnert mich an ein Podiumsgespräch, ein Streikgespräch, das ich hatte mit dem Ständerat Ihrer Partei vom Kanton Bern, dass sein Fazit nach dem Streikgespräch war: Herr Straub und Herr Stöckli, wir sind gar nicht gegeneinander, sondern mein Blick ist auf der Ständeratblick ist auf 2-3 Jahre. Der Schweizer ist völlig beschäftigt und mein Blick ist 20-30 Jahre. Jawohl. Unsere Initiative sagt ja auch, das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht morgen eingeführt, das wird in 20 Jahren eingeführt. Und ich glaube, da ist die Differenz. Aber es ist ja doch eine Initiative, über die jetzt abgestimmt wird. Die eine Richtung gibt für das Land. Der Initiativtext ist genauso formuliert, dass er sagt, das ist die Richtung. Aber es ist ja kein Spiel und keine theoretische Überlegung. Es ist überhaupt nicht. Nein, die Herausforderungen der Zukunft, die sind auch völlig real. Die sind da und die können wir jetzt anpacken oder wir können noch ein bisschen warten und dann wird es halt ein bisschen dringender. Petra Gössi. Ja, also das ist für mich ganz klar auch nicht die Antwort, die wir in 20 Jahren haben werden. Aber ich finde es ehrlich gesagt schon auch ein bisschen problematisch, wenn ich habe von Ihrer Seite eigentlich von Anfang an, also nicht jetzt hier in der Arena, sondern in der gesamten Diskussion, immer wieder gehört, die Initiative hat ja sowieso keine Chance. Natürlich, die Unterschriften sind alles zusammengekommen, das sind unsere Volksrechte, das ist ein sehr starkes Mittel, so kann man eine Diskussion anregen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das jetzt für diese Diskussion wirklich der richtige Weg ist. Wenn man mit Zukunftsforschern redet, wenn man mit Menschen redet, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen, auch mit Unternehmern, da sagen, früher oder später werden wir natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Das ist ja völlig logisch. Und wir sehen einen Wert darin, dass wir die Diskussion heute anstoßen. Und das Thema hat in den letzten 2-3 Jahren eine Riesenverbreitung und Akzeptanz gewonnen. Und das ist für uns der Erfolg, dieser Erfolgsinitiative. Das Anstoßen eines Themas, über das Sie bald abstimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke ans ganze Team, das diese Sendung gemacht hat. Verantwortlich diese Woche ist Franziska Egli. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Irina Studthalter, wenn die Woche nicht 7 Tage hätte, wir reden ja über Arbeit und Freizeit, wenn die Woche 8 Tage hätte, was würden Sie mit dem 8. Tag tun? Ich kann nicht alleine zu Hause stillsitzen, das geht nicht. Was würden Sie tun, konkret am 8. Tag? Ich würde rausgehen, ich würde etwas kreieren, mit etwas arbeiten, neue Ideen haben. Ich treffe mich gerne mit Freundinnen und Freunden, weil dort entstehen nämlich die besten Ideen. Und dieser Tatendrang ist da und der würde ganz bestimmt umgemünzt werden in einen Mehrwert oder in etwas Schönes. Wir können uns lösen von der Vorlage. Petra Gössi, was machen Sie am 8. Tag, wenn die Woche das hat? Ich würde Bergsteigen gehen, Sport machen. Wo gehen Sie am liebsten Bergsteigen? Ihre liebste Spitze? Ja, also sicher, ich wohne in der Zentralschweiz, sicher unmittelbar in der Zentralschweiz. Die Gegend ist auch sehr schön. Aber ich bin vor allem darauf angewiesen, dass... Das war für die Wähler jetzt, für die eigenen. Ich bin vor allem darauf angewiesen, dass es schnell geht. Das heißt, ich gehe bei mir in der Nähe. Daniel Straub, was machen Sie mit dem 8. Tag? Ich würde mehr Zeit mit Jonas und Vera verbringen, meinen beiden Kindern. Mit Ihren Kindern? Anna Berse, der 8. Tag, der Ihnen geschenkt wird. Mit meinem heutigen Work-Life-Balance würde ich sicher freilassen. Einfach freilassen? Ja, freilassen. Faulheit ausspannen? Um mich überraschen zu lassen. Herzlichen Dank Ihnen allen und Ihnen zu Hause. Jetzt kommt dann gleich die Comedy-Show Headhunter. Ich wünsche Ihnen bis nächste Woche ganz ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Ade miteinander.